Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Medieval Dynasty mit der lieben Sire Komori. Hallo! Und nun zu den Tagesthemen. Ich baue Zeug ab. Und ich bin auf dem Weg zu irgendeinem roten Gebiet. Ja. Ist das eine angehende Stadt? Oh, ich bin hier auch ganz weit oben. Ich habe keine Spohitzhacke mehr. Ich werde gleich wieder aufs Maul fliegen. Ha! Ja, doch. Wir haben übrigens gerade rausgefunden, dass wir auch außerhalb unseres Dörfchens die Leute zuweisen können. Ja. Nach wie vielen Folgen? 25 oder so? Keine Ahnung. Weißt du eins, die Jahreszeit hier ist bald vorbei und bis dann muss ich diese Höhle abgebaut haben komplett. Weil dann kommt das nämlich neu. Sind hier Leute? Nö, ist auch einfach nur verlassen. Da fehlt wieder irgendwas. Okay. Oh, das ist aber groß. Wir hatten jetzt ein Problem. Ich habe jedem Werkzeug gegeben, also es kann nichts an dem Werkzeug liegen. Höhle, da ist sogar eine Höhle. Gewinnung. Kein Material. Oh je, der Brunnen hat Probleme, keine Ahnung. Dein Discord ist wieder am Spaß. Der Brunnen hat Probleme. Was, der Brunnen? Ja, da musst du Eimer reinsetzen. Kann ich nicht, ich bin nicht hier in der Nähe. Ach so, ja gut, ich auch nicht. Pech gehabt. Was war das denn gerade? Ich hab gelacht. Oh, das sind Leute. Alter, die greifen mich an. Dann kämpfe. Banditen! Dieters! Ich hack dir den Arm ab. Der arme Arm. Wo ist er denn? Der ist weg. Da. Oh, das waren wirklich böse. Wir haben gute Reputation gekriegt. Kann ich die looten? Ja. Oh, ich kann die durchsuchen. Oh, das Fleisch. Ja, und eine Armbrust. Und Zwiebeln. Cool. Kann ich das auch aufheben? Ein Knüppel. Ich will den Knüppel aufheben. Knüppel aus dem Sack. Gesetzloser. Oh, da hat Käse dabei. Ja, haben die meistens dabei gehabt. Irgendwie bei mir und auch. Auch Zwiebeln. Und noch mehr Fleisch. Ich werde nicht mehr verhungern. Juhu. Cool. Wir haben ein Banditenlager ausrangiert. Oh Gott. Super gemacht. Ein Jump'n'Run. Und ich spring daneben. Toll. Donnuff! Du Hanswurst! Ach komm, Kind! Ich klemm schon wieder irgendwo fest. Entschuldigung. Mich klemmst du gerne fest, hab ich so Mann. Gefühl, ne? Jetzt fall doch nicht runter! Oh nö, jetzt bin ich irgendwo innen drin und komm nicht mehr raus. Ach komm, ey! Dann geh auf, befrei mich! Ja, mach ich doch schon! Jetzt ist das zweite Mal hintereinander! Oh Mann. Spring jetzt da hoch. Danke. Also, geht doch. Salz habe ich jetzt erstmal genug, ne? Da oben ist eine Kiste, da will ich dran. Da komme ich bestimmt von unten. Du bist schmutzig. Ha, hi, hu, ha, ho. Eine Eisenarmbrust. Also wenn Sire so weitermacht, dann hat Sire Dynastie ausgelöscht, indem sie einfach irgendwo runtergefallen ist. Ja, nicht ganz, meine Frau ist schwanger. Ja, dann musst du warten, bis das Kind auf die Welt kommt, damit du das Kind spielen kannst. Ja. Oh, nochmal Bärenwein. Und was ist das? Ein Kupferbolzen. Oh, sogar ein vergifteter Bolzen. Ein Kupfermesser. Endlich. Alter, ich habe hier eine Goldgrube. Ist das nur ein Tisch? Ja. Geil. Oh, die haben hier versucht, noch ein Haus zu bauen. Da kam ich ihnen aber zuvor. Man kriegt echt wenig Erfahrungspunkte, wenn man sowas macht. Aber ey, egal. Der hat noch ein Messer an seinem Dingens. Ich will das Messer doch haben, das er da an seinem Gürtel hat. Ich glaube, wir haben es bald durch, die Höhle hier. Ha ha ha.
Also, ich bin schon mal steinreich. Steinreich. Drüben ist noch ein Ich habe Haus. 450 Stein. Cool. Stein kann man immer brauchen. Ich will in das Haus da oben rein. Wie komme ich da rein? Ich wurde nein. Na, er schreit draußen. Ich wurde na, also da drinnen, ich wurde na aus. Da ist ja gar nichts drin. Pff, Beschiss. Jedes Mal, lass mich rein, lass mich rein, lass mich raus, lass mich raus. Noch eine Höhle. Und da ist nichts drin. Höhlen haben meistens nur irgendwelche Kupfer und Zinn und Nee, das war nur Linksader. so, wo die ausgehoben haben. Ach so. Was das schon? Ich hätte gern noch mehr davon. Kostenloses Zeug. Okay. Ich bin fertig. Ich nicht, ich bin immer noch am Abbauen. Ich habe eine Eisenarmbrust. Ich habe Eisen. Und eine Brust. Ja. Da will schon wieder jemand matt. Ich habe 33 mal Eisen jetzt. Oh, aber da ist auch ein Stollen. Zweiundvierzig mal Zinn. Oh, ich höre jede Menge Wölfe. Au, au, au. Wieso? Schein sauer? Ja, jetzt nicht mehr. Da liegen Ziegen drinne. Tote Ziegen, Ja. auch Menno. Die kannst du aber, glaube ich, Die dingsten. kann ich häuten, ja. Ja. Die arme Ziege. Bei den anderen war es Rehe gewesen. Ah, jetzt kann ich hier lang laufen. Ich räume die Leute komplett aus. Die haben nichts mehr danach, wenn ich hier fertig bin. Plünderst du gerade eine Stadt oder was? Ich sag mal so, in Skokia ist eine Mine und die plündere ich gerade Ach aus. so, die Mine. Ich habe schon die ganzen Städte ausgeplündert. Die sind komplett alle verhungert. Ich habe denen sogar Tierfutter und alles weggeklaut. Oh, die Armen. Ja. Geil wäre es eher gewesen, wenn sich das wieder aufgefüllt hätte. Dann wäre ich einmal im Monat da Städte plündern gegangen. Ja, sind die dann wirklich verstorben? Nein, also bei mir jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert. Keine Ahnung. Oh, ein Fass. Ein paar Münzchen und Stroh. Und Weißt du eins, du Eier. bist auf jeden Fall jede Menge Lebensmittel noch ein Dingsten für Winter. Ja, wir haben doch jede Menge Lebensmittel. Wir haben jede Menge Fleisch. 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 Was gibt's denn heute? Fleisch und morgen Fleisch und übermorgen Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. Ist einfach Dann zu gibt's mal kriegen, schnell Gemüse. zuzubereiten, kostet nicht viel und macht satt. Wann gibt's denn mal Gemüse? Gar Gar nicht. nicht. Gemüse Und ist teuer. Früchte? Bin ich da Auch jetzt nicht. Gibt auch keine rausgekommen? Früchte. Ach, ich bin einmal durchgelaufen. Ich habe Skorbut. Ja, das Oh, ist dein Problem. Jetzt da mehr. drüben ist eine Hängebrücke. Okay. Ich habe Skorbut. Dein Problem. Jetzt mehr Früchte essen können. Wann gibt es denn mehr Obst und Gemüse? Gar nicht. Aber ich habe Skorbut. Pech, muss mehr Gemüse essen. Ja. Cool. Wo führt die denn hin? Ach, die führt wieder Wieder nach hoch. unten, die Hängebrücke. Cool. Eine gehängte Brücke. Vielleicht sollte ich so langsam jetzt nach Hause kommen. Ja, vielleicht. Oh,
Stovia, Pistovia, Klonika und ich sehe Karnickel. Oh, hier kam das Fleisch wieder neu. Wo bin ich denn? Da. Jetzt kann ich zu unserem Dorf zurück. Jetzt habe ich genug Zeugs. Ich bin irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Du bist doch da, wo du bist. Du stehst doch da, wo du bist. Genau. Schubidum, schubidum. Schubidubidubdidum. Oh, Schubidum, ich habe keine Schaufel. Ich habe Ton gefunden. Dann mach dir eine Schaufel. Bin schon dabei. Schafhuffel. Wir kriegen mittlerweile zwar eigentlich ganz gut durch unser komisches Häuschen da, aber wenn wir das unterwegs finden, nehmen wir das mit. Wer mich angreift, wird gejagt heute. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit. Wer mich angreift, wird umgebracht. Ja, die beiden Wildschweine haben es leider nicht überlebt. Tja. Sie hätten mich in Ruhe lassen können, dann wäre nichts passiert. Jo. Ich greife auch nur das an, was mich angreift. Außer ich habe Hunger. Oder es sind Tauben. Hast du etwa was gegen Tauben? Ja. Wieder eine Wildsau, die mich angegriffen hat. Oh, da Wildsäue. Ist noch, da ist sogar noch eine Schaufel, die da im Boden steckt. Dann seid ihr. Ach, da liegt sogar noch jede Menge Ton. Und Kirschwein. Dann gönn dir. Gönnung! Jetzt buddel im Ton. Nicht 20 Meter daneben. Geh weg! Okay. Greif mich nicht an, du Mistviech. Ton, 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 Ton. Ey, was soll denn das? Was los? Blödes Mistviech, ich bin alle nur vorbeigelaufen. Ich wollte nur hier langlaufen, du Kackviech. Viel Ton. So. Hallo Fuchsi. Sie hätten überleben können, die Wiesent. Ja. Ach, die scheinen Viecher, ja. Diese hochaggressiven Kackbolzen. Ja, sie hätten überleben können. Einfach stehen bleiben können, mich ruhen lassen können, dann wäre nichts passiert. Gar nichts. Ja, aber nee. Sie wollten ja Stress. Ja, sie hätten es wie die Ölche, wie den Ölche machen können. Was du denn? Aber mich in Ruhe lassen. Hier schließ. Wo laufe ich denn hin? Wahrscheinlich wieder falsch rum. Natürlich laufe ich wieder falsch rum. Wo muss ich denn abgeben? Schalalalala. In Pistovia. Schalalalala. Ja, ja, ja. Schalalalala. Schalalalala. Oh, da ist auch noch ein Ton vorkommen. Ich wundere mich, dass die Elche nicht angreifen. Die Elche greifen im Grunde auch nur an, wenn Junge dabei sind. Auch in der Realität. Aber Wiesen oder Bisons oder so, die sind immer aggressiv. Oder auch so Wasserbüffel oder sowas. Da musst du echt tierisch aufpassen. Naja, die Wasserbüffel, die ich kenne, die hier leben, die sind eher ruhig. Ja, aber die haben das trotzdem in sich. Also wenn du denen zu nahe kommst, gehen die auch auf dich los. Wahrscheinlich, ja. Aber wahrscheinlich die hier sind, die sind auch Menschen gewohnt. Mhm. Da ist wahrscheinlich genau. Was anderes. Die werden ja hier gehalten, sozusagen. So, jetzt noch schnell die scheiß Quests abgeben, bevor das der
Herbst oben ist. Ich werde gleich wieder angegriffen. Ich habe Wolfsgebiet entdeckt. Ich hatte zwar ich gewesen, deswegen habe ich sicherheitshalber mal mein Speer ausgerüstet. Ja, ich sehe gerade den Wolf schon vor mir. Hallo. Hi. Einmal den Bobbes versohlt, passt schon. Oh yeah. Ja, die Musik geht nicht weg. Ich glaube, das ist irgendwo einer. Ja. Hallo. Sonst noch was? Nein? Gut. Jetzt geht die Musik auch weg. Tja. Wenn ihr mich unbedingt angreifen wollt, Pech gehabt. Ach, verdammt. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich wollte Tiernahrung kaufen. Ich bin leider aktuell nicht in einer Stadt vorbeigekommen. Sonst hätte ich da auch mal geguckt. Das war ein Stein in meinem Bein. Wo habe ich nochmal Eimer gebaut? In der Werkstatt. Ah, Eimer, da. Wow, da brauche ich Bretter für. Yep. Du brauchst Bretter für den Eimer. Du brauchst Bretter dafür schon. Das nervt mich hart. Dann gib es deinem Sohn. Ne. Wenn er denn irgendwann mal da ist. Meist ist gerade 2 Tage alt. Geh arbeiten. Ja. Legst ihn dann irgendwo so auf so eine Decke, weißt du, gibst ihm eine Axt in die Hand. Geh arbeiten. Tu was für dein Geld. Tu was für dein Geld. Du willst Milch trinken? Geh arbeiten. Genau. Ach, das sind Kühe. Mö. Mö. Weil ich kann Stauern, kannst du, glaube ich, auch. Ich glaube, ich bin gleich in der Stadt. Ah ja, okay, ich bin gleich in Pistofia, deswegen. Ich dachte schon, das sind aber komische Elche. So, bitteschön, einmal hast du jetzt ach. Und aufs andere ach, ach. Oh, Dom Botzalinda. Da sitzen doch auch Leute. Ist denn da was bei? Nee, nur 2 Weiber. Sie wünschte, sie könnte Wein trinken, aber sie kann nicht, weil sie schwanger ist. Was, wer? Botzalinda, hat sie gesagt. Ach so, ich dachte schon, es wäre jetzt eine andere Frau schon schwanger. Nee. Aber deine Botzalinda hat das mir gerade eben gesagt. Mhm. Braves Mädchen. Ah. Ich bin angekommen in Pistofia. Da finden wir aber leider, glaube ich, keinen Dings, ne? How do you do? So, die Wölfe sind kein Problem. Ja, tschüss. So, das letzte Quest. Oh, die letzte Quest ist auch noch hier. Komm, steh auf. Der ist gerade über einen Zaun gesprungen und auf einen anderen Zaun draufgefallen und ist umgefallen. Oh Mann. Was hat denn dieser Mann? So, die Dachse sind auch abgeschlossen. Problem? Hui. Vor allem, das passiert halt genau immer dann, wenn ich nicht damit rechne und dann hängt der wie so ein nasser Sack über dem Zaun drüber. Oh, herrlich. Cool, es gibt einen Nachtsichttrank. Ah, cool. Ein Nacktsichttrank. Ja, und ein Tarntrank. Ich bin getarnt. Vergiftete Munition. Brauchen wir nicht. Greetings. Greetings. Oh, 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 was habe ich denn hier Schönes gefunden? Dax, Dax, Dax hast du gefunden. Was? Dax, Dax, Dax? Dax, Dax, Dax.
Der möchte auch keine Geschenke von mir haben, ne? Mein Mann. Naja, wozu auch? Was haben wir denn da? Trophäen. Cool. Aber da habe ich die Technologie nicht dafür, okay. Ja, yeah, ich habe ein Bärenfell bei uns jetzt am Boden. Ja. Yeah. Das mag mein Mann. Und was hast du jetzt? Jetzt bist du glücklich, ja? Wir haben jetzt genug Dekoration hier im Haus, ja? Ist das gut für dich? Have a good day. Also mein Mann ist jetzt glücklich, der hat genug Dekoration im Haus erstmal. Supi. Und der ist 21 Jahre alt, der Sack. Oh. Das hat er mir bei der Hochzeit gar nicht erzählt. Ich dachte, er wäre 18, wie ich. Erstmal genug für Hütte. Bist du noch da? Ich bin noch anwesend, ja. Gut, weil du so still bist. Entschuldigung. Deswegen. Cool, ich habe 22 Eisenbarren. Nice. Ja, vielleicht kann ich ja bald nicht mal gescheite Messer herstellen aus Eisen. Das wäre schön. Das wäre mega. Mega. Vor allem würde es auch viel helfen. Greetings! Greetings! So, Bronzebarre hergestellt. Eisenwerkzeug. Ich kann es noch nicht machen. Ich habe noch nicht die Technologie dafür. Aber ich kann schon mal ein Bronzemesser für dich herstellen. Ja. Ich meine, ist jetzt nicht Eisen, ist es Bronze, aber ich denke mal, es ist besser als gar nichts, oder? Auf jeden Fall. Ich komme mal nach Hause. Ich mache mal so 20 Stück. Da hast du 10, ich 10. Was, Bronzemesser? Ja. Okay. Dann hätte ich gerne noch 10 Bronze-Äxte, 10 Bronze-Spitzhacken. Ja, da kann ich nur 5 Grad herstellen bei Bronze. Wenn du schon mal dabei bist. Mein Hausmann ist ein glücklicher Bastard, wurde mir gerade gesagt. Wow. Also mein Mann. Das sind Bierflaschen im Materiallager und die habe ich nicht da reingetan. Ja, das sind die normalen Bierflaschen, da ist ja nichts drin. Das sind ja Bierflaschen.
Sonst würde dann ja zum Beispiel da stehen Weizenbier oder sowas. So wie beim Wein halt auch. Da steht halt, wenn was drin ist, steht Pflaumenwein. Wenn es leer ist, steht Weinflasche. Ich habe hier Kohlsamen und Kirschbaumsetzlinge gefunden und Leinsamen. Ich glaube, die gehören hier nicht rein. Die kannst du in den Feldschuppen reinschmeißen. Ja. Möglich, dass die Arbeiter das gemacht haben. Weil die legen das ja nicht in die Kisten vom Feldschuppen, sondern halt immer ins Lager. Mhm. Oh, wir haben auch 442 Leder. Ja, ich habe viel gejagt. Ich bringe auch bestimmt wieder einiges an Leder mit. Der Rockenbrei muss ich auch hier rausholen, ne? Ja. Das Salz eigentlich auch? Nee, ich glaube, Salz steht auch Material dran. Okay. Ton, Tonbewurf. Wollstoff. Winter is coming. Ich glaube aber, dieses Bilzenkraut ist, glaube ich, auch. Ich habe dir was zu Hause in deine Kiste reingelegt. Dankeschön. Der Breitwegerich, die Distel. Beim Flachs weiß ich es nicht, aber bei den Gänseblümchen weiß ich es. Die sind Lebensmittel. Das Johanniskraut ist Lebensmittel. Nee, diese Kräuter sind alle Materialien. Da steht auch alles dabei. Ja, und bei mir werden sie unter Verbrauchsgegenstand. Ja, das ist schön, dass sie Verbrauchsgegenstand. Ah. Trotzdem steht dabei Materiallage. Nahrungsmittellage. Und nicht Nahrungsmittellage. Steht's. Ja, bei mir steht es jetzt da. Okay. Dann kann ich auch mein ganzes Kraut da reinschmeißen. Eigentlich habe ich mich jede Menge davon. Ich sehe es jetzt erst, wo es stand. Deswegen, ich dachte, es wird oben in der Leiste stehen. Ich habe 69 Gänseblümchen gehabt. Nice. Wow, Löwenzahn haben wir echt wenig. Yep, da hatte ich auch erst welchen gebraucht, wegen Dingens. Vergiftung, nicht Vergiftung, Leben. Hm. Ah, toll, Kirsch ist auch. Okay. Heiltrank. Ein Trinktrank. Was immer ein Trinktrank ist, ich weiß es damit, nicht. Ja, das. Ah, lässt die Durst, okay. Für genau, Durst. Dass der Durst nicht so schnell kommt. Was bräuchtest du eigentlich? Was willst du? Was bräuchtest du eigentlich, den Trinktrank? Jo. Oh, unsere Nahrungsmittelkiste ist voll. Echt? Jo. Ich pack hier mal so 400 Kilo Fleisch in das andere Ding rein. Weil Fleisch naja, der Winter haben wir echt bald, übertrieben ne? viel. Oh, danke für die Sachen. Bitte. Die Klamotten. Ich lasse hier aber erstmal drin, ne? Du kannst ja was auch in den Kompostding schmeißen. Ja, da bin ich ja gerade bei. 400 Kilo Fleisch. Das Schäffleisch. Da passt gar nicht so viel rein. Warum liegt da ein Apfel drin? Den habe ich da reingeschmissen, weil er so. Da ist ja noch der ganze Dünger drin. Warum hast du den nicht vorher raus? Ja, wie gesagt, den Apfel habe ich da rein wegen, weil er war so schon ziemlich. Ne? Jupp. Es passt einfach so gut wie nichts in das Ding rein. Ich behalte das jetzt alles im Rucksack, leck mich doch. Wir brauchen ein größeres Nahrungsmittellager. Kann man, gibt's eigentlich noch ein größeres? Ich denke mal, dass das da dann noch erweitert werden kann. Ja, bis auf 3. Bis auf Stufe 3 sogar. Ja. Wir haben Stufe 1, glaube ich, noch, oder? Jupp. Komm mal schlafen. Ja, ich bin gerade dabei, meine Taschen auszusortieren.
Jede Menge vergiftete Pfeile. Ich will mal speichern. Oh je, Discord spinnt mal wieder. Nervt. Hey, jetzt hat's doch aber relativ lange gehalten. Oh. Hast du gespeichert? Ich habe gespeichert, ja. Als ich schon gehört habe, dass es bei dir wieder zuckt, habe ich gespeichert. Bist du geflogen? Geil, ich kann nicht. Yep. Ich mache aus dem Spiel raus. Du bist gefliecht. Sie ist gefliecht. Schalalalala. Okay, dann würde ich sagen, ich mache jetzt auch mal Schluss. Salome hat geschrieben, sie hat die Folge beendet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wieder alles läuft. Ne? Also bis dann. Tschüss.